Klappe, Action. So, hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table and Beyond. Ich habe heute den Tom dabei. Hallo. Und wir haben ja einen Battle Report gespielt und in diesem Video wollen wir euch unsere Listen etwas genauer vorstellen. Und zwar Orks und... Beteiligung. Also nochmal. Und das gibt's nach dem Intro. Heute neues Format, das wir jetzt einführen wollen. Jetzt gucken wir mal, wie gut das ankommt. Also wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare, gebt ganz viel Likes, teilt das Video und so weiter. Weil nur wenn das Video wirklich gut ankommt, werden wir das öfter machen, weil das ja nochmal ein Zeitfaktor ist, der uns Zeit zum Spielen jetzt raubt. Ja. Irgendwo. Ja. Genau. Und zwar eine Analyse der beiden Turnierlisten vor dem Spiel. Naja, Turnierliste würde jetzt nicht mal... Ja, genau. Also von den beiden Listen vor dem Spiel, wie wir die gebaut haben, warum wir die gebaut haben, was wir uns dabei gedacht haben. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Du fangst immer an. Ich fange immer an. Also fange ich wieder an. Ja. Übrigens, der Grund, warum ich immer anfange, wisst ihr den Grund? Nicht, Alter, weil ich unhöflich bin. Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit. Nee, wir haben das ganz am Anfang so eingebürgert, dass ich immer angefangen habe, weil das immer praktisch war für die Gäste, die das erste Mal im Battle Report dabei waren damals. Ja. Da sind die schon mal ein bisschen locker geworden und ein bisschen aufgetaut und ich habe schon mal ein bisschen gelabert. Also das hat nichts wegen Unhöflichkeit, das war nur ein bisschen... Aber mittlerweile ist Tradition, von dem her will ich genau, die Tradition nicht brechen. Genau, deswegen. Aber nur mal, dass ihr das auch mal gehört habt, so eine Hintergrundinformation. Die nächste Hintergrundinformation, weil wir sagen immer Brad Pitt und Johnny Depp des Tabletops, also ich habe mich immer jetzt mehr als Johnny Depp gesehen. Ist das okay, wenn du der Brad Pitt bist? Ich finde das voll okay. Okay, passt, danke. Gut, dann fangen wir um mit meiner Armee. Ich bin gern netter Depp. Ich bin schon ein Depp. Ich habe dabei Orks 1500 Punkte nach TTM-Regeln, also TTM-Regeln Saison 2019 haben wir das aufgebaut. Richtig. Ich habe zwei Bataillone dabei. Warum nehme ich zwei Bataillone mit? Bei mir ist es immer so, ich versuche gerade mit den Orks immer so viele Command Points wie möglich zu fahren und da bieten sich zwei Bataillone an. Noch dazu, weil es bei den Orks einfach sehr praktisch ist, weil man viele Gretchens mitnehmen kann, also ganz billig die Standardeinheiten voll machen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass das unglaublich gut ist, wenn man so drei, vier, also am liebsten nehme ich 4x10 Gretchens mit, weil die einfach die ganze Platte vollstellen und Missionszielmarke einnehmen. Die haben alle OPSEC, also das heißt, die haben das Objekt Secure, also das heißt jetzt in jedem Codex anders, die haben Vorrang auf den Missionsmarker. Also da darfst du jederzeit gerne dazwischen fragen, wenn irgendwas ist. Und das finde ich wahnsinnig gut, deswegen setze ich meine Ork-Armeen immer gleich mal eigentlich auf zwei Bataillone fest. Mhm. Weil es relativ leicht ist, die voll zu machen und das gibt mir einen Arsch voll Befehlspunkte. Ja, und die Charaktere willst du auch haben. Genau, die Charaktere sind auch gut, weil bei mir ist in der Ork-Armee grundsätzlich... So, und dann setze ich immer bei Battlescribe gleich mal zwei Bataillone und dann habe ich so einen groben Grundgedanken. Was will ich grob dabei haben? So fängt bei mir eine Armee an. Das heißt, in diesem Fall... was sich für mich einfach ausgezahlt hat, was ich eigentlich immer mitnehme, sind 2x30 Boys. Das ist so das Ding, das ist für mich einfach gesetzt, 2x30 Boys. Dann setze ich die 2x30 Boys und 10 Grotze und auf der anderen Partie noch 3 Grotze, dann habe ich schon mal alle Standardeinheiten voll. Dann kann ich weiter rundherum bauen. So, was ist für mich noch gesetzt? Eigentlich der Wirtboy mit der Jump und Kriegspfad. Deswegen, weil ich die 2 Zauber dabei haben will, gebe ich ja immer schon mal wieder einen Befehlspunkt aus für Warp-Part. Genau, das ist für mich gesetzt. Die anderen Bosse baue ich tatsächlich außenrum. Mhm. Dann habe ich mir jetzt in diesem Fall gedacht, ich möchte gern, weil ich sie einfach auch gern spiele, wieder ein paar Bikes dazu spielen, die schnell sind und den Gorgonauten. So, warum mache ich das jetzt in diesem Konzept? Weil die Bikes, und genau, weil ich die Bikes spiele, ich habe nur 8, deswegen spiele ich 8, sonst würde ich die Liste anders bauen, weil ich nur 8 habe. Weil ich die Bikes spiele, bietet es sich natürlich an, den Warstrike-Chef dazu zu stellen, weil ich die jetzt boosten kann und trotzdem angreifen. Und das ist das Praktische. Nochmal, ich muss wieder weit ausholen. Und deswegen gebe ich auch den Big Mac-Boss mit Spezialkraftfeld dabei, der einfach die Bikes noch ein bisschen bufft, also den ein bisschen so einen Retter gibt, den Kraftfeldretter. So, und jetzt ist es so, dieser Bike-Blob, den baue ich so auf, der soll einfach schon mal vorboosten und schon mal Druck machen auf den Gegner. Druck, weil
der Gegner weniger auf meine anderen Sachen schießt. Das heißt, ich gebe ihm da schon mal Druck, er muss sich schon mal auf die Bikes konzentrieren und somit schütze ich schon mal meine ganzen Grotze, auf die schießt der Gegner nochmal, nicht mehr die dann an den ganzen Missionszielmarker stehen und schon mal Punkte machen. Die Grotze machen eigentlich die Punkte. Der Rest lenkt den Gegner nur ab. Der Gorgonaut ist auch groß und böse, das ist auch so ein Ziel, wo der Gegner, den will er eigentlich stehen lassen, da kann er auch drauf schießen. Und jetzt habe ich mir gedacht, die Bikes sind eh schon schnell unterwegs, deswegen gebe ich denen dieses Mal die Snake Bites, den Feel No Pain, dass ich das alles haltbarer mache. Die müssen gar nicht noch schneller werden, denke ich, die sind schnell genug, um Druck zu machen. Ich mache die haltbarer, weil der Gorgonaut kommt sowieso in der zweiten Runde erst an, das kommt er mit oder ohne Evilsans, das ist egal. Von dem her mache ich den Druck haltbar. Ich mache hier Druck, mache den Gegner Angst und presse. Genauso mache ich es mit meinen ganzen Boys. Gleich im ersten Zug schocke ich dir mit der Jump meine Boys vor die Nase. Ja. Manchmal mit dem 30er Mob ziehe ich eine Kette, dass ich die komplett abblockiere und viel abbinden kann und mache da auch Druck. Was ich dieses Mal anders mache, ich habe den Nob mit Markbanner und den Painboy mit dabei, aus dem Grund, um die Boys nochmal besser zu buffen. Ich gebe denen nochmal alle viel nur Pain mit, also Wunden ignorieren vom Painboy. Und der Wagbanner-Nob macht nochmal, jetzt weiß ich nicht, eine Attacke mehr oder Stärke mehr? Ich glaube, eine Attacke macht er mehr. Nein, du triffst eins besser. Ich treffe eins besser. Warpuff macht plus eins Attacke, das Banner macht plus eins aufs Treffen. Genau, jetzt können wir ja nachgucken, jetzt haben wir Zeit. Innerhalb von 6 Zoll mit Wagbanner tieren in der Nahkampfphase 1 zu den Trefferwürfen, genau richtig. Ich wurde übrigens kritisiert, dass ich den Codex mal besser studieren soll, weil ich viele Fehler mache. Ja, ich tut mir leid. Ich komme wirklich oft noch durcheinander. Ich muss dazu sagen, ich habe echt ein Problem mit Wertemerken. Da bin ich ganz mies, deswegen bin ich auch so ein Codexleser, muss alles nachschauen. Also verzeiht mir das ein bisschen. Ich bin da nicht fit in sowas. Ich bin der doof. Genau. Und das ist quasi 1:30er Mob Boys wird auch gleich vorgejumpt und der macht auch gleich Druck. Jetzt habe ich da schon 2-3 Einheiten, die echt Druck machen und den Gegner ablenken. Die, wenn sie ankommen, auch richtig Punch haben, im Nahkampf richtig böse zuhauen und auch was vernichten können. Und meine Grotze stehen das ganze Spiel auf Punkten und machen Punkte. Die verteile ich und die gehen rum. Dann kann ich natürlich mit meinem Zauberer auch 10er Grotztrupps irgendwo auf Punkte schocken, wenn es ist. Ja. Und ich kann es mir immer noch frei halten, dass ich zum Beispiel den Gorgonauten oder meinem 30er Boys-Trupp, in dem Fall sind es bloß 25 wegen den Punkten, weil es mir nicht anders ausgegangen ist, sonst würde ich 30 spielen, teleportieren lassen. Kann ich noch machen, um die nochmal in der zweiten Runde Druck zu machen. Ist gerade beim Gorgonaut sehr interessant, weil er den, wenn er aus mit der RAM-Geschwindigkeit 3-6 Zoll weit angreifen kann. Das muss nicht immer hinhauen, wie das von der Bloodletters kennen, aber das ist an und für sich schon adäquates Mittel. Es ist ziemlich safe, dass wenn der Gorgonaut in der zweiten Runde reingeschockt kommt oder teleportiert kommt, dass ich den dann mit 3-6 auch in den Nahkampf reinkriege. Obwohl er diesmal nicht plus 1 bekommt, weil er kein Evil Sun ist. Das heißt, dann muss er 9 würfeln und sonst müsste er nur eine 8. Genau, würfeln. Aber mir war das jetzt einfach ganz recht, dass der den Feel No Pain hat. Ich hätte den natürlich auch ins Evil Sun Detachment reinschieben können, aber wie gesagt, mir war es jetzt wichtiger, dass er haltbar ist, weil er ja doch eine Zielscheibe ist, also wird wahrscheinlich schon drauf geschossen. Also soll er lieber ein bisschen mehr aushalten, als dass er schneller vorkommt. Und ich habe ja meinen Druck schon mit den Bikes. Und das ist so ein bisschen das Armeekonzept. 2-3 Einheiten, die vorpressen, viel Druck machen, den Gegner zwingen, dass er darauf reagiert. Und die trotzdem sehr stark sind. Wie gesagt, ich muss auch immer ein bisschen gucken, dass ich mir ein bisschen Rattenschwanz ziehe auf meinen Painboy und den Chef. Ich wollte vorher schon sagen, alles steht in der Buff-Ding und der Buff-Bubble. Bis der Jump kommt und dann ist keiner mehr drin. Genau, und den muss ich halt so jumpen, dass die anderen trotzdem stehen bleiben. Dann habe ich natürlich noch einen Kriegsherrn dabei mit Warg, das heißt, ich kann rennen und angreifen. Also das ist eigentlich das Konzept. Ich denke mir eine Armee aus bei den Orks, da wo die eine Hälfte der Armee oder der Großteil der Armee ganz, ganz extrem Druck macht auf den Gegner, dass er drauf schießen muss. Und eigentlich machen die Grotze dann hinten das Spiel und machen die Punkte. Und das ist das, man darf so billige Standardeinheiten nicht unterschätzen. Die sind extrem, die sind Gold wert. Hast du noch eine Idee? Genau, und so baue ich meine Armee auf. Also ich mache mir meinen groben Kern, in dem Fall eben 2 30er Boys-Trupps, Weird Boy. Und dann überlege ich mir, okay, im anderen Kontingent möchte ich gerne so Bike spielen. Mit 4x10 Grotze, das ist für mich eigentlich schon gesetzt. Und den Rest baue ich dann so rundherum und feile an den Punkten. Ich habe auch schon überlegt gehabt mit Killercopters, das hat sich aber punktetechnisch nicht so ausgegangen.
Man könnte jetzt den Gorkanaut rauslassen, was anderes, aber mir gefällt der Gorkanaut sehr gut. Man könnte den Painboy und den Nob rauslassen, was anderes spielen. Das sind jetzt eigentlich alles so Stellschrauben, wo man die Liste dann feintunet. Und das ist halt so eine Sache, das müsst ihr euch daran gewöhnen. Ihr werdet wahrscheinlich nie eine Liste einfach hinstellen und das ist dann die ultimative Turnierliste, außer ihr habt sie aus dem Internet kopiert. Ihr müsst dann immer so ein Feintuning betreiben. Das ist jetzt auch die Frage, spiele ich einen 25er Ballstrom und einen 30er oder spiele ich lieber 2x27 und so weiter. Das ist jetzt Schrauben, mache ich noch irgendwo eine E-Kralle rein, mache ich ein Bike mehr oder weniger. Bei mir ist es halt auch mal modellgebunden, was ich habe. Ja, falls da noch Fragen dazu sind, explizit, wo man sich was wie gedacht hat, gerne in die Kommentare. Ich kann euch zu den Orks antworten, zum Mechanikum nicht. Deine Relikte noch? Genau, meine Relikte. Ich habe mir heute das erste Mal gedacht, ich nehme mehrere Relikte mit, weil die alle ganz cool sind. Deswegen habe ich meinen Warboss die spezielle E-Kralle gegeben, weil die echt gut ist. Ja. Die finde ich richtig gut, weil die... Kein Minus 1 und 3 Schaden fest. Genau, genau. Dann habe ich mein Wartrike den Cyborg Buddy gegeben, dass der noch ein bisschen massiver ist, dass der den 5er Field No Pain hat. Da habe ich auch überlegt, das ist so eine Sache, muss man nicht, weil er hat ja aus dem Kontingent raus eh schon den 6er Field No Pain wegen Snake Bites. Und er ist ein Charakter, das heißt, wenn er hinter was steht, kann er nicht anvisiert. Der wird aber relativ schnell in Nahkampf geschickt, von dem her ist er immer vorne dran und deswegen soll der massiv sein, weil der ist immer der Erste, der irgendwo, also gleich hinter den Bikes hinterherfährt. Und dann, was ich dieses Mal noch gemacht habe, weil ich es zufällig gelesen habe, weil es bei Battlescribe angezeigt hat, diese Bomben von dem, also diese Granaten, diese Snakebike-Bomben, und die wollte ich einfach mal ausrüsten und testen und da dachte ich mir, der Big Mac Biker ist auch relativ vorn mit an der Front und der muss innerhalb von 6 Zoll zu einer Einheit stehen, dann darf der 3W6 Granaten schmeißen und die treffen ihr Ziel automatisch. Das ist wie ein Flamer, Stärke 5, minus 1, 1 Schaden. Und dann darf er nochmal auf eine zweite Einheit, muss ich da nochmal einen 6er würfeln? Ah, ich weiß nicht, irgendwas. Ich glaube, ich muss nochmal würfeln, ob ich das darf, aber er kann eventuell dann noch auf eine zweite Einheit, muss man dann nachlesen, ist aber jetzt auch egal, kann er nochmal 2W6 werfen, muss aber ein 6 Zoll sein. Aber das ist möglich, dass man den irgendwo hinstellt. Und man kann halt da extrem Schirme schon aufbrechen mit diesen Granaten, das ist so cool. Und deswegen habe ich diesmal nochmal 3 Punkte ausgegeben und habe tatsächlich das erste Mal überhaupt, glaube ich, 3 Relikte dabei. Und das sind dann solche Sachen wie mit den Relikten und so, das entsteht dann während dem Listenbauen, überlege ich mir, dann wird das grobe Netz immer feinmaschiger und fügt sich so zusammen. Also mein Tipp zum Listenbauen, überlegt euch immer einen groben Kern, eine grobe Richtung, die ihr spielen wollt. In meinem Fall ist es die Richtung Pressen mit vielen Orkboys auch und Krotze Missionsziele halten und dann fülle ich das so auf. Das ist jetzt mein Tipp heute in diesem Listending. Wenn euch das gefällt, machen wir jetzt öfter solche Listen und geben immer wieder Tipps und so dazu. Und Tom, seine super Wahnsinnsreihe wird auch irgendwann mal, hoffentlich, bist schon dabei. Aber Zeit ist immer eine Sache. Gut, dann habe ich jetzt ungefähr die Hälfte gequatscht, dann bist du dran. Ja, Mechanikum. Die Idee dahinter ist... Erstens habe ich mir die Balissari neu gekauft, die finde ich ziemlich der Wahnsinn. Hast du die jetzt eigentlich wieder die letzten Tage schnell angemalt für den Battrap wieder, oder? Nur den. Okay. Die sind bemalt gekommen, werden aber später dann so ausschauen. Okay. Wie der, aber die schauen ganz hübsch aus, von dem her passt schon. Der Kern der Armee sind die beiden Einheiten. Du musst es immer ein bisschen dazu sagen, weil ich nicht weiß, inwiefern es Eyeblend ist. Die Dorneagle Captains sind mein harter Nahkampfkonter und der große Infanterievernichter mit den Hurricane Boltern. Das heißt, außerdem sind sie Charaktere, das heißt, sie können schön hinter dem Schirm stehen, sind hochmobil, 14 Zoll weit fahren und dann noch angreifen, plus haben Fly, das ist unglaublich. Ich habe einem jetzt die Auric Akilla gekauft, das ist der 3 plus Rettung plus Angriffswürfe wiederholen, ist eigentlich Pflicht, wenn man es mitnimmt, eigentlich ist nur Pflicht, dass man Eagles Eye mitnimmt, dass der zweite den 3er Retter hat und eigentlich gibt man nochmal 3 Command Points aus, damit jeder noch Victor auf der Blood Games ist, das heißt, er darf jede Runde einen Verwundungstreffer, Schaden oder Save wiederholen, was die Einheit unglaublich brutal macht. 2 plus Rüstung, 3 plus Rettung mit einem Wiederholungswurf eingebaut, jede Runde ist
Absolut brutal. Okay. Warum hast du das jetzt nicht gemacht? Weil mir die CPs ausgehen und ich wollte aus dem Vigilust Detachment heute ein bisschen was herzeigen und ausprobieren. Deswegen, weil das würde mir jetzt da 3, 5 Command Points kosten. Okay, und dir geht es jetzt hauptsächlich darum, dass du ein bisschen aus dem Vigilust genau. auch Genau, ich wollte selber kannst. Ein bisschen vom Vigilust Detachment ein bisschen was ausprobieren und da wollte ich jetzt nicht gleich meine ganzen CPs verballern. Nächster Tipp. Gute Sache, ausprobieren. Also wirklich testet die Sachen aus. Also ich merke auch immer, ich habe mich schon relativ festgefahren auf eine Art und Weise. Ich sollte eigentlich auch mehr andere Sachen probieren. Spielt es einfach. Ja. Im Mechanikus-Kontingent habe ich erstens geschaut, was ist billiger geworden im Chapter Proof, um ein bisschen die Einheiten wieder auszuprobieren, die günstiger geworden sind. Aber die zweite, also neben den Dawn Eagles, ist die zweite Kerneinheit, die harte Kerneinheit, sind die Ballistari, also die Iron Strider. Einfach deswegen, weil die Einheit den harten Beschuss dabei hat. Ich spiele sie heute mal, wie sie dargestellt sind. Eigentlich spiele ich sie später, zumindest ist so der Plan, alles mit Laserkanone. Was den Custodes abgeht, sind harter Antifahrzeugbeschuss. Was Mechanicum manchmal abgeht, ist hohe Kadenz. Das heißt, die beiden Einheiten gleichen sich sehr gut aus. Hier habe ich eine hochmobile Plattform, die meine Fabrikwelt ist übrigens Stigis, das heißt weiter wie 12 Zoll von dir entfernt habe ich minus 1 auf Trefferwürfe. Okay. Mhm. Die Dinger haben 6 Leben. Jeder schießt 2 Schuss Laserkanone oder 4 Schuss Maschinenkanone auf die 3 Plus. Einsen wiederholen, wenn sie neben dem Dominus stehen. Mit einem Command Point kann ich sie hochschrauben, plus 2 auf die Trefferwürfe, dann trifft sie alles auf die 2 plus 1 und wiederholen. Mhm. Was irre ist. Das sind, wenn ich hab mir mehr bestellt, das heißt, ich habe wahnsinnig viele Laserkanonenschuss, die eigentlich immer treffen. Mhm. Was brutal ist. Wie gesagt, das sind die 2 Kern. Und die sind auch sehr mobil, oder? Genau, die laufen, ich glaube, auch 14 Zoll weit. Die können rennen und ihre Waffen immer noch abschießen. Obwohl sie schwer sind, aber mit minus 2. Minus 2, okay. Aber sie schießen. Aber mit dem Sweater Jam kann ich die BF wieder um 2 hochschrauben. Das heißt, ich kann mit denen gehen, rennen, schießen und trotzdem auf die 3 plus treffen. Mhm. Das ist der Hammer. Mhm. Dann habe ich dabei, um mein Bataillon aufzufüllen, 3 Standards. Sehr gute, sehr günstige Standards, bisschen teuer geworden, aber die Rangers sind es nach wie vor eine fantastische Einheit. 30 Zoll Reichweite mit Stärke 4 Schuss ist der Hammer. Mhm. Auch Stiges, das heißt 12 Zoll weit weg, dann eben werden schlechter getroffen. Dann habe ich dabei die dritte große mächtige Einheit, sind die Destroyers hier drüben. 6 Mann, also maximale Einheit. Und zwar sind die erstens um 15 Punkte, glaube ich, ein Stück billiger geworden oder sogar 20 Punkte, also wahnsinnig viel günstiger. Ich spiele sie wie dargestellt. Die erste Frage ist, warum spielst du die nicht mit Plasma? Ich glaube tatsächlich, dass Graf die bessere Wahl ist, gerade mit dem Vigilust Detachment. Also ich habe das Detachment zum Vigilust Detachment gemacht. Das heißt, mein Chef, der Dominus, der Tech Priest Engineer und die Destroyers werden bekommen das Servitor Maniple Keyword. Und die haben alle die Kraft genommen, das heißt, jeder hat für denen 5 Schuss. Das heißt, 6x5 sind 30 Schuss, Stärke 5, minus 3 und W3 Schaden, wenn die Einheit einen Rüster von 3 oder besser hat. Mhm. Das heißt, ich habe extrem hohe Kadenz. Ich kann ihnen von Haus aus, werde gegen dich nicht machen, aber es gegen viele andere sinnvoll, für eine CP den Retter um 1 hochschrauben. Das heißt, sie haben von Haus aus eine 5 plus Rettung. Wenn ich am Ziel stehe, kann ich für 2 CPs einschalten, dass sie 4 plus Rettung haben. Okay. Plus das Deckungsstretter Gem, dann habe ich 2 plus Rüstung, 4 plus. Okay. 3 plus Rüstung, 4 plus Rettung. Macht die Einheit an sich haltbar extrem und ich kann für einen CP in der Schussrunde einschalten, dass sie besser schießen. Das heißt, die treffen auf die 3 plus, einzeln wiederholen vom Dominus. Was bei 30 Schuss extrem gut ist. Also das ist jetzt tatsächlich die Bewaffnung, von denen ist wieder deine persönliche Präferenz. Genau. Da gehen die Meinungen wieder wahrscheinlich stark auseinander und andere spielen es anders. Ich glaube, grundsätzlich also, sagt man spielt es mit die Plasma Calvarin. Der Nachteil ist, für die Calvarin sind W6 Schuss. Klar kann ich die überladen, aber ein Modell ist sehr, sehr teuer. Die, glaube ich, kosten 50 oder 53 Punkte. Das heißt, wenn ein Einser würfelt und der überhitzt, ist er tot. Mhm.
Das finde ich blöd. Klar, ein Doppel-1-Würfel ist eine Chance 1 zu 36, aber wenn ich auf einen Elderflieger schieße mit minus 3 auf Trefferwürfe, dann ist jede 2 und 3 auch ein 1er. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen, ich setze jetzt hier auf die Kadenz. Die harten Schuss machen bei mir die Iron Strider, die hier sind für die, gerade für so Einheiten wie grotesken Biker, deine Biker nicht, aber andere Biker, und ähnliches, die, man kann es ein bisschen vergleichen wie so Ravager mit die Disintegrator Cannons. Die haben ja auch noch Stärke 5, aber eben durch das, dass so wahnsinnig viele Schuss sind, macht es wieder gut. Aber wie gesagt, muss ich mal ausprobieren. Dann habe ich dabei als letzte Einheit auch sehr viel günstiger geworden, sind die Infiltrators. Ich fand die immer schon wahnsinnig gut, weil die ein, das, was die Mechanikum meistens fehlt, ist so diese Mobilität. Das ist eine Einheit, die kann ich schocken, die läuft sehr weit und schlägt sehr hart zu im Nahkampf. Ja. Stärke 6 mit explodierenden Sechsen für einen CP explodiert jede 4. Das heißt, jeder Treffer macht 3 Treffer statt einen für einen CP. Plus haben die die Flashette Blaster, das ist eine Pistole mit 5 Schuss. Das heißt, die 10-Mann-Einheit kann ich schocken und schieße dann 50 Schuss auf die 3 Plus. Zwar nur Stärke 3, aber es ist unglaublich heftig. Die kann ich auch aus mobilen Screen verwenden. Vigilus, ich habe hier nur eine Einheit Servitoren dabei. Warum habe ich die? Weil niemand spielt sonst Servitoren. Gott sei Dank habe ich welche. Dann, deswegen kann ich es heute ausprobieren. Er hat bekommen, den, der Dominus, den speziellen Waller Trade von dem Vigilus Detachment. Das heißt, ich kann, ich glaube zu Beginn der Runde oder Ende der Bewegungsphase, irgendwann dann, kann ich hier einen der Servitoren opfern. Und dann einem, einem Breacher oder Destroyer Modell entweder W3 Wunden zurückreparieren oder ein Modell zurückbringen in die Einheit. Okay. Zusätzlich kann ja er oder er die Einheit nochmal reparieren. Das heißt, das macht die Einheit relativ stabil. Okay. Dürfen die schießen, wenn sie im Nahkampf sind? Nein. Wenn Nein. sie wieder rausgefallen sind, auch nicht. Nein. Nur die Bikes. Nur die Bikes, richtig. Genau, gegen Diarmee muss ich jetzt schauen, wie das ganze Screen. Ich kann aber Stitches, ich kann mit einem CP Einheiten nach vorne infiltrieren, also die 9 zum Bewegen, das heißt, ich kann die ein bisschen wegblocken. Ja, also jetzt natürlich wieder eine Matchup-Sache, je nachdem, gegen wen man spielt, ist es besser oder schlechter. Ja, wie gesagt, ich probiere jetzt hier mal aus, mal das Vigilus Detachment ein bisschen ausprobieren und die Destroyers hier mal ein bisschen ausprobieren und dann schauen wir mal, wie das so geht. Ein bisschen Zeit haben wir noch auf der Uhr. Ich werde nämlich schauen, dass das Video auch knapp eine halbe Stunde lang wird, nicht länger. Genau, Relikte. Er hat den großen Schraubenschlüssel bekommen, damit er besser repariert. Es gibt sonst eigentlich Mechanikum wenig. Ich finde nicht so tolle Relikte. Also man kann natürlich so Waffen mitnehmen, aber der ist nichts. Also der Dominus ist keiner, der großartig im Nahkampf sein will. Deswegen gebe ich ihm jetzt nicht jetzt eine irre Nahkampfwaffe. Gut. Frage von mir noch. Was war jetzt so dein, dein Startpunkt für die Armee jetzt? Ich meine, du hast jetzt Mechanikum gespielt, du wolltest das mal ein bisschen testen, weil sie billiger geworden sind, weil du hast einen großen Pool, den du schaffst. Also Startpunkt waren die 2 Einheiten. Die also die Kerneinheiten. Genau. Dass die und dann den Rest hast du außen rum gebaut. Im Endeffekt, die Idee ist Custodes mit Laserkanonen. Mhm. Also Custodes Jetbikes plus hier von den Kickerl die Laserkanonen. Aha. Also da drüben ein bisschen Bolter mit Distanzbeschuss, mit Druckbewegung. Auf 2000 Punkte würde die Armee hochschrauben, dass ich 3 Standard-Drops von den Custodes reinbaue. Dann habe ich 5 mehr CPs und unglaublich harte Standards noch dazu. Und waren jetzt irgendwelche Einheiten, was war jetzt in der Armee mehr oder weniger so der gröbste Stellschraube, wo du gesagt hast, ah, das ist jetzt das Duin oder so, weil es punktemäßig gerade so passt? Das sind jetzt, ja, es ist jetzt die Frage, wie die Destroyers funktionieren. Wie gesagt, die kosten wahnsinnig viele Punkte, über 300. Muss man schauen, wie die funktionieren. Wenn sie gut sind, ist eine Überlegung wert. Wenn nicht, schmeißt es wieder raus. Ansonsten die Infiltrators, das ist immer so ein bisschen Auffülleinheit. Die finden sie auch noch für sich sehr, sehr, sehr gut. Aber wenn ich was Sinnvolles habe fürs Konzept, schmeiße ich die Einheit raus, mache sie kleiner oder größer. Das ist jetzt quasi deine Plan B-Einheit, auch deine Wechseleinheit. Gut. Ansonsten die Servitoren sind natürlich nur sinnvoll in dem Vigilus. Beziehungsweise müssen wir mal sehen, wie sinnvoll das ist mit dem Wiederauffüllen. Ansonsten würde ich für die Typen hier, könnt ihr einen Druck ein bisschen größer machen. Okay, gut. Das ist jetzt kein Wahnsinn. Das kosten 20 Punkte, die 4 Servitoren. Das ist jetzt keine wahnsinnige Punkteinvestition. Ja. Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein.
Für euch wichtig noch für die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, alles gerne in die Kommentare. Ich muss aber jetzt hier einen kleinen Disclaimer geben. Wenn ihr Fragen über die Orks und so stellt, da kann ich euch sofort antworten unter Table and Beyond, ganz normal. Wenn ihr jetzt Fragen über Admech stellt, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, da kann ich keine guten Antworten schreiben. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht als Table and Beyond Antworten drunter poste, sondern bloß ein Herzchen mache oder irgendwas schreibe, weil da müssen wir mal gucken, wie oder viel... Oder ein Smiley. Oder ein Smiley. Inwiefern, dass der Tom dann in die Kommentare schaut oder Zeit hat und das selber beantwortet, tut das lange Probleme, dass dein Internet-Account nicht ging und so weiter. Gell? Ja, also ich bin nochmal online, ich beantworte die Fragen, es kann immer sein, dass mal ein Tag dauert oder so. Genau, weil er kriegt die Fragen nicht. Ich kriege ja sofort, wenn ich die Frage habe, zeigt es mein Computer an, er nicht. Also genau. Nicht böse sein, die Admech-Sachen kann ich leider weniger beantworten, ich bin mehr die Orks. Ich möchte es jetzt öfter auch mal ein bisschen dazu sagen, weil nicht, dass sich die Leute wundern, warum ich manche Sachen nicht beantworte oder schlecht beantworte. Ich kenne mich bei vielen Armeen einfach nicht gut genug aus, dass ich da sinnvoll eine Antwort schreibe und habe dann teilweise auch die Bücher gar nicht da. Manche Bücher hat der Tom zu Hause, da kann ich dann nicht nachlesen und so, nur dass ich das mal gehört habe. Aber somit lasst uns gut sein für das Video. Bitte schreibt uns fleißig in die Kommentare und mit Likes und so weiter, ob euch dieses Format gefällt, ob ihr dieses Format öfter sehen wollt. Und dann gehen wir jetzt zum Battle Report, den ihr auch irgendwo verlinkt in den Infokarten seht und spielen dann mal eine Runde. Jo. Servus. Ich mag halt nicht. Okay. Ich wollte jetzt so cool, wer Denker sei. Ach so, ja, okay. Ist auch okay. Passt.